Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir haben hier den Geheimgang jetzt doch noch gefunden und das Amulett für Don Esteban, den wir Toni geben müssen. Und warte mal, ich mach mal wieder so. So gefällt mir die Ansicht viel, viel lieber. Geben wir Toni das Amulett. Also ich bin definitiv nicht auf der Seite von den Ordenshütern. So, Toni. Hier, ist dies Estebans Amulett? Hier. Ist dies Estebans Amulett? Mann, du hast es tatsächlich gefunden. Und ich dachte, ich müsste von dem heutigen Tage an Dreck fressen. Danke, Mann. Du hast mir den Arsch gerettet. Die Geschichte bezahle ich dir mit barer Münze zurück. Ach, kein Problem. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Ha. Ich bleib hier sitzen und gehe Hernandez noch ein wenig auf die Nerven. Nicht, dass er doch noch ein Amulett hat. Gut, aber dann brauche ich da nicht mehr reinzugehen. Also, hier ist ein Kampf zwischen zwei Lagern, so habe ich jetzt verstanden. Und wir sind jetzt auf der Seite der Banditen. Räuber und Gendarm mäßig irgendwie, glaube ich. So, dann gehe ich noch mal hoch, kauf mir das eine Ding da ab. So. Dann kaufe ich die Dinger. Hier ist jetzt keiner unterwegs, oder? So, ich gebe dir die 200 Gold dafür. Hier ist dein Gold. Sag mir, wo du deine Goldschale versteckt hast. Okay, hör zu. Ich wusste, dass die Weißen mich schon länger beobachtet hatten. Also habe ich die Goldschale noch schnell im Leuchtturm am Hafen versteckt, bevor sie mich aufgegriffen haben. Ich habe sie einfach oben ins Holzgebälk geworfen. Ich fürchte, man wird einen Telekinese-Zauber brauchen, um sie zu kriegen. Mist. Naja, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Okay, Telekinese-Zauber. Den brauchen wir jetzt. Oben am Leuchtturm. Und er sagt nichts. Oben ins Gebälk geworfen. Wo genau oben? Komme ich vielleicht anders da hoch? Tatsächlich. Wenn ich's. Irgendwie. Nein, nicht runterfallen, nicht glitschen. Da war es ganz kurz. Ich konnte es ganz kurz anvisieren. Habe ich's? Nein, ich habe es nicht eingesammelt. Oh, wieso kann ich nicht höher springen? Nicht runter. Ah, Mann. Ich will da hoch. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Ohne Telekinese-Zauber werde ich es wahrscheinlich doch nicht schaffen. Komm, es ging doch gerade hoch. Kann ich jetzt nicht mehr da hoch? Jetzt. Oder so. So geht's auch. Ohne Telekinese-Zauber geschafft.
So, dann noch einmal zu dem einen Bruder dort oben. Dieter. Dein Bruder Ulf sagt, ihr solltet bei eurem Treffpunkt sein. Warte, hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. So, und dein Bruder Ulf sagt, ihr solltet dein treffen. Bruder Ulf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Patty? Okay, ihr kann ich nicht den Ausweg zeigen. So, Sid? Bei ihr? Ich brauche... wegen deines Rings? Ich vermute, Sid hat deinen Ring gestohlen. Na und? Selbst wenn. Du kannst das nicht beweisen. Ich brauche Dietrich. Ich brauche Dietriche. Natürlich. Wenn du willst, können wir ein wenig handeln. Okay, ich brauche ein paar Dietringe. Ich brauche ein paar Dietriche. Okay, die hat nur Dietrich anzubieten. Kann ich aber sonst noch irgendwie was anbieten? Die Pfeile, hier. Darfst du haben. Was ist das da? Schwache Magie. Also schwache magische Heilung. Nautilus Verwandlung. Ich glaube, da können wir noch gebrauchen. Illusion erschaffen, da können wir auch noch vielleicht gebrauchen. Okay, bleiben wir so. 3 Gold. So, Bart. Ich kaufe dir da die Goldschale ab. Okay, ich kaufe dir die Goldschale ab. Alles klar, hier hast du sie. Pass aber bloß auf, wem du sie zeigst. Sie ist sehr begehrt. Ich hörte, dass die Jungs vom Don ganz wild auf das Ding sind. Dein Bruder Ulf schickt mich. Dein Bruder Ulf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Sehen wir die drei noch wieder? Außerhalb der Stadt vielleicht? Wo ist denn deren Treffpunkt? Der geht ja dahin. Ich folge ihm mal. Ich will es wissen. Er fühlt sich jedenfalls nicht verfolgt. Ja, okay, von hier gibt es auch nur einen Weg wieder in die Innenstadt, sage ich jetzt mal. Wo ist denn deren Treffpunkt? Wahrscheinlich das Bordell. Sind die auch auf der Seite vom Don? Da treffen die sich. Okay. Dieter ist jetzt auch hier. Okay, das ist der Treffpunkt von denen. So, ich gebe erstmal hier Scorpo seine 3 Goldschalen. Mache ich zumindest 100 Gewinn. Hier hast du deine 3 Goldschalen. Hier hast du deine 3 Goldschalen. Ah, sehr gut. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Die Weißen haben die Kontrolle über die Stadt verloren. Die Weißen haben die Kontrolle über die Stadt verloren. Dann kann jetzt nichts mehr schiefgehen, wenn der Don zurückkommt. Wunderbar. Das hast du vortrefflich gemacht. Hier, ich hab auch was für dich.
Weiter so, mein Freund. Bald gehört uns die ganze Insel. Okay, nice. In Ordnung, ich übergebe dein Paket dem Don. In Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. Sehr gut. Hier hast du es. Und den Schlüssel für die Tür da drüben. Sie führt durch den geheimen Tunnel. Raus aus der Stadt. Lass dich bloß nicht erwischen. Sonst sind wir geliefert. Klar? Und beeil dich. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, ja. Okay. Wie viel Zeit habe ich dafür? Wo führt das hier hin? Es hat gespeichert. Ich finde den Geheimzugang zur Stadt. Wo bin ich jetzt? Warte mal. Oh, ein Hering. Noch eine Goldmünze. Okay, weit ins Wasser kann ich jetzt auch nicht. Da liegt was. Achso, auch eine Muschel. Und noch ein paar Goldmünzen. Noch ein Rum. Und da ist noch eine Truhe. Nehme ich mit. Oh, Stahlrohling. Nice. So, Feuer. Noch ein Grünblatt. Warte mal. Na, wo genau bin ich jetzt? Vielleicht vorsichtshalber einmal speichern. Wegen den Viechern hier. Mist. Ich glaube, da werde ich nicht überleben. Gegen drei von den Seegeiern. Ne, das werde ich nicht überleben. Ich sterbe jetzt gleich. Wieder zumachen? Kommt die hinterher? Hier gab es ja noch eine Tür. Wo führt die hin? Was gibt's hier? Bitte mal eine Rüstung. So, wo sind die Viecher jetzt? Oder warte, vielleicht erst mal was voran. Warte, wir fangen mal mit den Äpfeln an. So. Erfahrung. Die geben nur Erfahrung, kann das sein, die Eier? Die machen Leben gar nicht voller. Ich hätte die viel früher essen sollen. So. Wirkt entspannend. Die geben auch Erfahrung, ne? Riecht schon mal nicht schlecht. So. Die geben Leben. Die Käsewürfel.
Jetzt kommt, ich brauche sie am Ende noch für ihn, was? Das Brot esse ich auch mal. Das esse ich mal. High Steak. Erfahrung, Lebens... Oh. So, und das gebratene Fleisch wieder mal. So, nochmal speichern. Noch eine Goldmünze. Wie viel hier rumliegt. Okay, da geht daneben. Komm, wechsel. Ja. Okay, nice. Haben wir geschafft. So, den nächsten anlocken. Mist. Ja, den kriege ich vielleicht so down. Oder auch nicht. Ach, komm. Warte, da lag noch was. Hier liegt auch noch Gold. Und noch ein Hering. Kann man die eigentlich essen, die Nautilus-Dinger? Wie die Fleischwanzen? Da ist noch eine Wurzel. Reiselust. Das nehme ich auch mal mit. Komm, lad schneller nach. So, wechsel die Waffe, wechsel die Waffe. Komm. So. Geflügel erledigt. So, mach ich mal die Krabben. Hier, die Nautilus-Dinger kaputt. Haben wir auf den Namen Nautilus? Okay, die Truhe kann ich wahrscheinlich nichts mit anfangen. Hier liegen noch ein paar Münzen. Okay. So, das haben wir. Dann noch ein paar Muscheln. Wir haben jetzt ein paar Muscheln eingesammelt. Hier 6 Stück. Nichts. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Ach. Komm schon. Da ist noch eine. So. Okay, an den will ich jetzt vorbei. Wer ist das hier? Leiche. Ja, so ist es gut. Nicht mich hauen, bitte.
Ich hoffe, die töten ihn. Einmal vorsichtshalber speichern. Es hat ihn getötet. Nice. Was? Novizenstab? Hat er einen Namen gehabt? Wahrscheinlich nur Novize. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe, ja? Oh, das sind doch ein bisschen zu viele von den Geiern. Bitte tu mir nichts. Okay, es tut mir nichts. Aber wir haben jetzt einen Weg raus. Und die Stadt quasi für uns erobert. Es gibt noch einige Quests, die wir hier noch machen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann verworfen sind, wenn wir jetzt das Amulett abgeben, nicht das Amulett, das Paket. Amulett haben wir ja abgegeben. Hier ist ja auch noch ein Kraut. Eine Heilwurzel. Ah ja, und die Sache mit Broga müssen wir auch noch klären. Und wir haben jetzt eigentlich, neun Lernpunkte. Und 2017 Gold. Wie haben wir das denn hingekriegt, dass wir jetzt auf einmal so viel Gold haben? Woher? So, erstmal was trinken. Wie wäre es gewesen, hätten wir uns jetzt eigentlich für die Ordenshüter da entschieden? So. Wäre auch die Stadt dann erobert worden? Weil die Stadt war ja jetzt quasi, kann man sagen, indirekt umkämpft. Dann das Sumpfgebiet gehört den Banditen und die Vulkanfestung den Ordenshütern. Und wir haben das bis jetzt alles hingekriegt ohne eine Rüstung. Zwar Schild und eine bessere Waffe und Armbrust, aber keine Rüstung bis jetzt. Auch einige Kämpfe, auch harte Kämpfe haben wir geschafft. Ohne Rüstung. Bitte lass du mich in Ruhe, ja? Ach, hier, er war Dark. Lass uns halt. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte beenden. So, Broga, mit ihm müssen wir noch kämpfen. Warte mal, ich will mal was riskieren. Wir haben jetzt gespeichert. Wir haben ja jetzt auch ein besseres Schild. Komm. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch! Neue Quest, besiege Broga in der Arena.
So, das hat jetzt nochmal gespeichert. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ey! Okay, nein, nicht speichern, laden. Ich lade das hier nochmal. War doch vielleicht zu früh. Bisschen zu riskant. Dann gehen wir direkt lieber hoch zu Esteban. Oder Beppo? Mit deinen Problemen musst du wohl allein. Okay. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich habe eine Nachricht aus der Hafenstadt für den Don. Ich habe eine Nachricht aus der Hafenstadt für den Don. Das kann ja jeder behaupten. Erst wenn Rachel mir sagt, dass du mit dem Don sprechen darfst, kannst du passieren, klar? Okay, zuerst zu Rachel. Ich habe ein Paket für Esteban. Ich habe ein Paket für Esteban von Scordo aus der Stadt. Du willst es dir wohl ganz einfach machen, was? Wenn das stinkende Ding da wirklich von Scordo stammt, müsste ich reinschauen, um zu prüfen, ob du die Wahrheit sagst. Doch dann kriege ich Ärger mit Esteban. Ich soll mich aus seinen Geschäften in der Hafenstadt raushalten. Vergiss es, das Risiko gehe ich nicht ein. Aber... Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ray? Sieht nicht so aus, als würde noch jemand gegen mich in der Arena antreten wollen. Sieht nicht so aus, als wenn noch jemand gegen mich in der Arena antreten will. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Fehlt nur noch Broger. Das ist was anderes. Broger würde sich nicht aus Jux und Dollerei mit dir schlagen. Seine Stellung hier im Lager verdankt er seiner Schlagkraft. Wenn ihn jemand besiegen würde, wäre seine Vormachtstellung hier gefährdet. Also sei lieber vorsichtig. Das ist kein Spaß, hörst du? Danke. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich für dich. Viel Glück. Irgendwas über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, mir fehlt da ein Lernpunkt, verdammt. Ein Lernpunkt. Warte mal, kann ich das sehen? Bis zum nächsten links? Da oben. Ah, okay, mir fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Warte, wie viel genau? 13. 13 Punkte. Alter, was ist das für ein Unwetter? Alter, ich glaube, ich gehe lieber schlafen. Das ist mir gerade ein bisschen viel. Das ist ein bisschen zu viel Unwetter für mich. Es hört ja immer noch nicht auf. Okay, was den Don angeht. Broga angeht. Ich hole mir jetzt den Schutzzauber von links. Für die 200 Gold. Und vielleicht nochmal die Rüstung. Gib mir den Schutzzauber. Gib mir den Schutzzauber. Sicher. Hier hast du ihn. Aber geh vorsichtig damit um. Einmal verwendet, ist die Schriftrolle wertlos. Okay, wo war das? Hier. Visionerschaft ist das hier hinaus, wie es war, magischer Schutz. Eine magische Aura gibt den Zauber drin und erhält alle Rüstungswerte um 20. Okay, was ist jetzt das für ein Gewitter? Warum ist das jetzt so extrem am Stürmen?
Das ist jetzt echt übertrieben. So, Hawkins, gib mir die Arbeiterkleidung. Gib mir Arbeiterkleidung. In Ordnung. Hier hast du sie. Arbeiterkleidung erhalten. Warum ist jetzt schwarz? Danke. Okay. Wenigstens haben wir jetzt was an. Ich speichere das jetzt mal. Warte, was haben wir jetzt für Werte? Schutz vor Klingen 14, Schutz vor Hebwaffen 14, Schutz vor Stichwaffen 24. So, warte mal. So. Jetzt gibt es was mit der großen Kette. Ist. Ach, komm. Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe auch viel zu lange jetzt wieder nicht gekämpft. Jetzt gibt es was mit der großen Kette. Mist. Ach komm. Ach, das ist doch. So, okay, noch ein Versuch. Aber der Schutz bringt mir doch gar nichts. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Wie viel Schaden macht der? Ich hab. Ernsthaft? Wie viel Der Schutzzauber bringt mir doch gar nichts. Was passiert, wenn ich ihn einfach erschieße? Jetzt gibt's was mit der groben Kette. So, das muss doch ein bisschen was bringen, oder? Das war jetzt ein bisschen doof. Muss ihn aber auch treffen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. So, lad schneller nach. Was passiert, wenn ich ihn töte? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Der ging daneben, verdammt. Ich bin noch nicht fertig. Ja, bitte auf Abstand, bitte. Hör auf, nein! Nein! Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Wieso kann ich... So, okay, erschießen funktioniert. Aber der Schutzzauber, der bringt doch gar nichts.
Warte mal, ist das überhaupt der Schutzzauber? Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. So, das bringt aber ein bisschen was. Ihn zu erschießen? Ja, leck mich doch am Arsch! Mist, echt jetzt? Bleib stehen! Treffen ist beschissen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja, bleib einfach stehen, ja? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Abhauen. Ja, leck mich doch am Arsch. Nein! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Schnell weg. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, Volltreffer. Komm. Abhauen. Nach, nach. Nein, weg. Abstand halten, Corona. Bleib stehen. Eine Penislänge Abstand halten, bitte. Mindestens. So, Boga. Leck mich doch am Arsch. Ach komm. Ja, weg. Ja, leck mich doch am Arsch. Komm, ein Schuss, dann wechsle ich die Waffe. Bleib stehen. Ach komm. Waffe wechseln. Bleib stehen. Das speichere ich einmal, aber hier in der Wildnis. Ja. So. 4 von 5 Bruchstück eines Schwertes erhalten. Drecksau, hast mich besiegt. Mach nicht so einen Wind. Ich bin eben der bessere Kämpfer. Ja. Das wird dir noch leid tun. Fang's nur an. Ich hab dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich hab gewusst, dass du das Ding haben willst. Aber dass du so weit gehen würdest. Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das. So, wer ist jetzt der Boss hier? So, wer ist jetzt der Boss hier, hä, Großmaul? Gut, hast mich in der Hand. Ich werde die Füße stillhalten, wenn du mich nicht verrätst. Aber das hat ein Nachspiel. Das hoffe ich. Verschwinde! Verschwinde du. Sam wird wieder jagen gehen. Na, du Mistkerl. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Gut, ich werde ihn nicht daran hindern. Noch nicht. So. Alter, da Gewitter. Sam? Wo ist er? Da. Broga ist erledigt. Hey, du bist besser, als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns.
Sam? Achso, okay. Mehr kann ich. Wer hatte noch Gold? Hier. So ein goldene Bruchstücke. Oskar meint, die goldenen Bruchstücke müssten irgendwo bei den Ausgrabungsstätten sein, wenn sie noch niemand an sich genommen hat. Vielleicht weiß der besoffene Jäger Louis mehr darüber. Im Bruchstück des Goldes. Achso, Oskar möchte, dass ich ihm alle fehlenden Bruchstücke des Goldschwerts bringe, welches er für den Don errichtet. Gold auch? Rachel erzählt mir, dass die Hälfte des Goldes, das für den Don geborgen wird, verschwindet. Muss jemanden geben, der sich das Gold einstreicht und die Jungs aufwiegelt. Rachel will, dass ich mit den Anführern des Lagers spreche, zu sehen, was für sie für Probleme haben. Wer kann ich ihr helfen, das Lager aufzuräumen, wenn ich herausfinde, was schief läuft? Lässt mich nicht zum Don, ich muss mir etwas überlegen. Oskar sagt mir, dass ich etwas sehr Wichtiges für den Don haben müsste, damit man mich zu ihm lässt. Der Don interessiert sich für ein edles Goldschwert. Okay, ich will spielen. Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen, oder? Vielleicht ein anderes Mal. Bringen wir es über den Kampf bei? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Oskar? Rachel? Wegen deines Lagers? Wegen deines Lagers. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Ich hab schon gehört. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Nimm dieses Gold. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Wirklich? Na gut. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ist nicht wahr. Ja. Hier, nimm dies als Anerkennung von mir. Ich will hoffen, dass es jetzt auch einige Zeit so bleibt. Wie wär's, wenn du mich jetzt zu deinem Mann lässt? Und dann? Was wirst du ihm sagen? Hey, ich hab deiner dämlichen Frau geholfen, das Lager aufzuräumen? Das vergiss mal schnell. Ich hab ein scheiß Paket. Ich würde dir gerne helfen, aber ohne ein Geschenk für Esteban fürchte ich, kann ich nichts für dich tun. Geh doch zu unserem Goldschmied Oskar. Er macht doch solche Sachen. Übrigens. Broga ist erledigt. Broga ist erledigt. Na endlich. Ich konnte diese miese Geschichte schon fast nicht mehr ertragen. Das hast du sehr gut gemacht. Das will ich meinen. Hier ist deine Belohnung. Noch eine Bitte. Wäre besser für uns beide, wenn mein Mann von dieser Affäre nichts erfährt. Kann ich mir vorstellen. So, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Wie sieht es mit einem Platz zum Schlafen aus? Wie sieht's mit einem Platz zum Schlafen aus? Nimm doch Brogas Hütte. Ich glaube nicht, dass sie dir jetzt noch von jemandem hier im Lager streitig gemacht wird. Danke. Eine Bretterbude im Sumpf, das nenne ich doch mal ein Zuhause. Ich habe jetzt in dieser Folge jetzt zwei Zuhause bekommen. Nice. Deine Hütte gehört jetzt mir. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Na, wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. So. Darf ich mich hier dran bedienen jetzt? Okay, Gold, Pfeile, Heiltrank, Lichtzauber, Kerzenleuchter. Nice. Alter, bis zum nächsten Morgen. Das Gewitter muss jetzt mal aufhören. Oh, endlich. Zwei Tage durchgestürmt. So, wer hat noch so eine Dings gehabt? Hier Louis vielleicht? War Louis nochmal? Wo ist denn Louis? Wo war er nochmal? Da vorne? Louis?
ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Für das goldene Bruchstück, ah ja. Also gut. Hier hast du zwei Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. Okay, wir haben das alles jetzt. Okay, darf ich hier die Flasche bekommen? Ja, die Flasche bekommst du umsonst. Ah. Schon gut. Hab grad keine Frage. Schade. Okay, nice. Und Sam ist jetzt hier? Ich habe die goldenen Bruchstücke gefunden. Ich habe die goldenen Bruchstücke gefunden. Nicht schlecht, Kleiner. Gute Arbeit. Jetzt geh zu Oscar und bring ihm die Dinger. Bin mal gespannt, was dann passiert. Okay, nice. Alles beisammen. Boah, ich freue mich jetzt gerade. Wir können endlich zum Don. So, Oscar. Hier, damit sollte das goldene Schwert, Goldschwert komplett sein. Hier, damit sollte das Goldschwert komplett sein. Tatsächlich. Brav, dass du sie zu mir bringst. Du bist zu gebrauchen, Jungchen. Na, dann will ich dir deine Arbeit mal entlohnen, was? Komm später wieder, wenn ich das Schwert fertig habe. Dann kannst du dir das Meisterwerk ansehen. Kann man das Ding da auch benutzen? Hier, sieh mal. Ich habe das Goldschwert für den Don fertig. Sieh es dir an. Ist es nicht ein Meisterwerk? Ja, ja, ganz nett. Sehr schönes Schwert. Sehr schönes Schwert. Nicht wahr? Jetzt gib's aber schnell wieder her. Du machst mir die Klinge bloß wieder schattig. Keine Chance, ich werde das Schwert behalten. Keine Chance, ich werde das Schwert behalten. Du Rotzbengel, was fällt dir ein? Jetzt wird mir einiges klar. Das hast du alles geplant, du Hund. Du wolltest nur, dass ich dir das Schwert fertige, damit du beim Don Eindruck schinden kannst. Wart's nur ab, Jungchen. Du wirst noch bereuen, mich hintergangen zu haben. Hast du schon mal kann? Termine? Klingenschaden 30. Politische Stärke 30. Ich habe 32, okay. Der macht zwei Schaden mehr als das, was ich habe. Oscar? Verschwinde, du Dreckskerl! Die Stürme werden schlimmer. Rachel? Ich hab hier das goldene Schwert, das dein Mann haben wollte. Ich hab hier das goldene Schwert, das dein Mann haben wollte. Hat Oscar es tatsächlich geschafft? Großartig. Ein wahres Meisterwerk. Wenn wir diesen erstklassigen Goldschmied nicht in unserer Mitte hätten, dann... Jetzt halt mal die Luft an. Ich will zu deinem Mann. Ach so, ja. Richtig. Du kannst zu ihm. Er wird sich über das Schwert sehr freuen. Endlich! Okay, und wenn nicht, ist mir das auch egal. So. Oscar ist jetzt aber sauer auf uns. Halt! Keinen Schritt weiter! Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Tatsächlich? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben, ja? Ich kann sie dir ja herholen. Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ihren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. Ja, ja, schon gut, geh rein. Aber mach keinen Unsinn, klar? Alles klar, Torus. Ich darf rein. So, wer sind denn die Leute hier? Ein Kämpfer? Wer bist du? Tänzerin. Ah ja, stimmt, da war ja was. Kämpfer? Wer bist du? Fincher. Alchemietisch? Cormac? Eine Rezeptur? Ich traue mir nicht zu glauben. Wer ist denn das da? Hey, du! Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich bin Schiffbrücker, ich komme, um dir meine Dienste zu... du bist dieser mächtige Don, ja? Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet. Ich bin Schiffbrüchiger gekommen. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich habe schon genug Leute. Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest? Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oscars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds. Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Sehr beeindruckend.
Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Ja. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Ich brauche eine bessere Rüstung. Erst wirst du mir beweisen, dass du es wert bist, in meine Bande aufgenommen zu werden. Dann erst kriegst du deine Rüstung. Okay, wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder noch schlimmer. Allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Kein Problem, alles in Ordnung. Ich werde dich für dich. Skordo hat die Hafenstadt im Griff. Er wartet nur auf ein Zeichen von dir, um die Weißen in der Stadt anzugreifen. Haha, ich wusste es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Inquisitor soll sich warm anziehen. Wie steht es um die Artefaktlieferung? Hat Skordo dir etwas mitgegeben? Ja. Skordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Großartig. Das hast du vortrefflich gemacht, Kleiner. Skordo scheint dir mächtig zu vertrauen, wenn er dir dieses Päckchen gibt. Und damit nicht genug. Du hast es sogar an den Weißen vorbei bis zu mir geschmuggelt. Alle Achtung, du bist ein Teufelskerl. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Ach, das höre ich öfters. Ab dem heutigen Tage bist du einer von uns und darfst dich Jäger nennen, mein Junge.
Du hast dir den Respekt meiner Männer hier im Lager und der in der Hafenstadt reichlich verdient. Meinen Glückwunsch. Danke. So, wegen deines Goldhaufens habe ich eine Frage. Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Broga verraten. Ich habe schon verstanden. Broga verschonen. Ich fall Broga in den Rücken. Ich mag ihn nicht. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Broga betrügt dich und wirtschaftet in seine eigene Tasche. Außer den Kämpfern zahlt jeder da draußen monatliches Schutzgeld an ihn. Wie bitte? Was hast du da gerade gesagt? Deine eigenen Leute zahlen Schutzgeld an den Anführer deiner Kämpfer, an Broga. Verstanden? Oder soll ich's dir aufschreiben? Oh, ich werde mit den Leuten sprechen. Wenn es stimmt, was du sagst, wird Broga heute noch am Galgen baumeln. Ja. Was hast du für Probleme? Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Du machst Geschäfte mit Piraten? Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren, klar? Okay, ich brauche jetzt eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. 1000 Gold? Habe ich so viel? Ich hoffe. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung. Du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Jägerkleidung erhalten? Danke. War mir ein Fest. Okay, nice. Zwei Rüstungen und zwei Behausungen in nur einer Folge. Das finde ich schon mal super. Und wir sind jetzt Jäger. Wir sind Teil von denen hier. Fincher. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du dem Don? Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst... Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen.
Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwertkampf, Armbrust. Okay, bei ihm kann ich richtig viel lernen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich habe. 842, so 2000 komplett verbraucht. Die Ruinen sind so, wer ist das hier? Schurke. Don Esteban? Karakos? Hey, Vorsicht, Mensch. Fass Gold nicht an, Mensch. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dient Karakos Don Esteban. Für Ehre von Karakos. Und der Don vertraut dir sein Gold an? Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. Ja, okay. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Karakos kennt Axtkampf. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Axt, okay. Also im Grunde brauche ich draußen niemanden. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Okay, sorry, wusste nicht wohin. Mana-Wurzel? Komm, ich rede noch einmal mit Cormac. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Heilung hört sich gut an. Du bist Magier und dienst dem Don? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Noch eine Barriere? Was kannst du über die Vulkanfestung erzählen? Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Mir wären Runen lieber. Du wirst es nicht bereuen. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist.
Heilung hört sich gut an. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Alchemie? Zeig mir deine Ware. Was hat er so lange? Zeig mir deine Ware. Lichtzauber, Illusion erschaffen, Witz erzählen, Telekinese, Rezeptur, Schlösser öffnen, schwache Heilung, magische Heilung, magischer Schutz, noch eine Rezeptur. Okay, ich verkaufe ihm mal das hier, den Novizenstab, leichter Armbrust behalte ich, aber die beiden Pfeile, die Kleidung, die Arbeiterkleidung darf er auch haben. Ich bekomme zu wenig. Hier, das darf er haben. So, den Kerzenleuchter darf er haben. Die vier Nautilus-Dinger darf er haben. So, 105. So, dann sind wir jetzt wieder bei 947. So, Buchsteller? Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Erfahrung plus 10. So, kann ich mit der Tänzerin reden? Bleib anständig. Ich versuch's. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.